Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Teil 17 meines Let's Plays zu Risen 3 Titan Lords und wir wollen diesen Teil hier beginnen mit Miramati heißt sie, ja genau, wir wollen ihr auf jeden Fall helfen, hier aus dem Dorf rauszuschleichen und einen Piraten kennenzulernen. So, und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, dann müssen wir hier lang. Okay. So, geht schon direkt gut los hier, ne? Oh, Gorilla! Okay, kann ich den von hier? Nein, komm, Gorilla. Erstmal raus aus dem Gebüsch. Hoffentlich sind das keine heiligen Tiere oder so. Also. Bedeutet nichts. Eieiei. Ha, direkt Goldklee und da ist der Affe weg. Naja, gut. Ich schau mal ganz kurz, ob ich hier auf dem richtigen Weg bin. Ja, genau. Hier über diese Brücke. Und dann werden wir versuchen, mit ihr hier zu entkommen. Eieiei, komm. Zack. Ui. Eieiei, okay. Leute. Wie kommt der von da hinten auch noch an? Alte Blaukralle. Das ist doch nicht wahr. Peppy, Hilfe wäre mal angebracht. Und einer noch. So, Patty, das darfst du machen. Niemand legt sich mit mir an. Da hat sie recht. Uiuiuiui. Ja, ich hoffe, dass das mit den Kampfgeräuschen ganz gut ist von der Tonabmischung her. Wenn nicht, dann entschuldige ich mich jetzt schon mal. So, Miramati, jetzt bist du dran. Miamiti. Haha. Okay, komm her mit der Gabel. Den brauchst du auch nicht mehr. Was ist das? Okay, das brauchen wir wohl nicht. Nein, nicht du, Patty. So. Gucho Halima Miamiti? Was hast du gesagt? Chi. Miamiti Chakeke. Miamiti Taka Ona Guchos. Piraten? Sehe ich das richtig? Du willst. Ah, ja, okay. Chi. Ja. Was will eine... Okay, ich mach das mal vor. Ja, genau. Du stehst... Oh Mann. Jetzt mal... Okay. Gut. Wenn ich dir helfe zu... Tavu... Glaub mir. Ja. Abhauen. Okay. Folge mir. Kapu... Ja, ich... Miamiti Onomul... Stellt jetzt. Genau. Wir sollten... Ja. Eieiei. So, Miamiti ist da. Jetzt sollten wir uns mal einen Weg aussuchen. Und zwar müsste das doch eigentlich, also das Piraten-Ding ist hier hinten. Und ich glaube, wir können uns nicht einfach teleportieren. Und das wäre zu einfach. Gut, dann müssen wir also... Ja, das passt. Wir gehen jetzt über die Brücke, dann rechts. Und dann... Nochmal rechts. Und dann links. Und dann gehen wir unten weiter. Ja, genau. Genau. So. Oder hat einer Lust von euch hier runter zu springen? Nee, habe ich mir gedacht. Okay. Auf geht's. Dum 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 da da dum. Dum 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 da da dum. Bin mal gespannt, ob das so ganz gut geht hier. Der wackelt doch noch. Ein Wackelaffe. Ich guck mal gerade ganz kurz, wo habe ich denn den Proviant? Den habe ich gar nicht in meinem Rad drin. Das ist allerdings nicht so toll. So, wo haben wir... Was war das? Okay, benutzbares. Ja, richtig. Proviant.
So, halten und dann machen wir den einfach mal hier so schräg. Na. So sollte das eigentlich nicht sein. Ha, Moment, so, nochmal. Also, RB, ja, genau. Achso, sehr schön. So, schwupp. So, was habe ich denn jetzt benutzt? Ah ja, egal. Das passt schon. So, jetzt müssen wir hier noch rechts. Und einmal hier hocken. Hocken. Komm, schön leise sein. Und dann gehen wir nämlich hier um die Ecke. So, ah, es müsste doch jetzt eigentlich schon gelangt haben. So, dann gucken wir nochmal auf die Seekarte. Ja, genau. Und jetzt gehen wir hier einfach... einfach links hinunter. Ja. Seid ihr noch da? Ihr seid noch da. Wunderbar. Uiuiuiui. Okay, und dann gehen wir am besten... Oh, was ist denn das? Eieiei, hier haben wir aber noch einiges nicht gesehen, ne? Ah, okay, doch, das ist diese große Mauer. Dahinter ist bestimmt das Orakel. Okay, also wir gehen jetzt die nächste Möglichkeit einfach hier rechts. Genau, und dann folgen wir dem Weg. Das klingt gut. Achtung! Wallstürme. Kein Problem. Hilft die mir eigentlich so? Raka, Konka, Raka! Oh, ihr müsst die schön in Ruhe lassen. Raka, Raka! Oh, zack und zack. Meine Güte. Ah, Mistviecher, ja. Okay, Miyamiti ist auf jeden Fall keine große kämpferische Hilfe. Aber okay. Von den Leuchtkäfern halten wir uns mal fern. So, den Goldklee sammeln wir mal schnell mit ein. So, das sieht doch ganz gut aus, wo wir uns hier befinden. Ne? Diese Weggabelungen, die werden wir rechts entlang gehen. Ja, genau. Kayala! Jaguar. Okay, aber nur mal schnell sein. Ausweichen und jetzt. Raka, Tonka, Raka. Genau, und jetzt. Wunderbar. Wir versuchen aber doch nochmal jetzt zu halten. Bitte langsam laufen. Ach komm. Yala Vaporomoko. Halten unterwegs bei Steinbogen vor Wasserfall. Okay, Steinbogen vom Wasserfall. Der hier? Ja, vermutlich, ne? Naja, gut, da sind wir ja auch bald. Aber Miyamiti, wenn du weiter so langsam machst, dann kommen wir da nie an. Nicht wahr? So, ist das hier jetzt? Das ist doch hier richtig, ja, genau. So, hier wolltest du anhalten. Und warum? Ucho, Miyamiti Choka. Was ist denn jetzt schon wieder? Ucho Samo. Mia Ono Samo. Ich verstehe kein Wort. Was willst du mir damit sagen? Kara Miyamiti? Ich dachte schon, du willst, dass ich dich zum Piratenlager trage. Schick. Oh oh. Ja, komm. Na gut, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Da Wonga. Gucho Wahoshi. Na, so bin ich halt. Uwamba. Mia Tusheka. Okay, scheinbar bist du zufrieden. Gucho Halima Miyamiti. Tabulele Kipava. Du willst mir was schenken? Danke. Hey. Pass auf dich auf. Eine schwarze Perle. Ah, das ist ja schön. Miyamiti verlässt die Gruppe. Das ist auch so super toll. Dann müssen wir doch jetzt auch mal mit Harry reden. So, wo war er denn? Ja, komm, wir laufen schon mal.
Ich will die gute Nachricht übermitteln. Was hältst du von Miyamiti? Die Perle der Südsee, die du hier angeschleppt hast? Genau die. Mit ihr einen Rum unter Palmen schlürfen. Tag und Nacht. Verwöhnt werden. Du Schwein. Glaub mir, so läuft das mit dir nicht. Dann hilf mir. Ich bin einfach zu schlecht im Süßholzraspeln. Kannst du mir nicht eine Blume oder so besorgen? Ei. Am besten so eine blaue. Wirklich? Da fahren die Weiber sicher drauf ab. Ach komm. Oh, na gut. Okay, ich besorg dir eine Blume. Aber du machst gefälligst den Rest. Abgemacht. Und was die Blume angeht, frag mal Cunningham. Kann zwar kaum einen Säbel halten, aber hat den Durchblick, was Pflanzen angeht. Ja gut. Dann weiß ich ja, wo Cunningham zu finden ist. Ja gut, das machen wir. Ich hab langsam den Eindruck, dass ich hier nicht mehr wegkomme. Aber ich muss ja auch noch den Affentrainer. Ah, oh, meine Güte. Da ist so viel zu tun hier. Und dabei habe ich... Das ist erst die erste Insel, die ich bereist habe. Meine Güte. So, Cunningham, wer wo bist du denn? Wie? Was ist los? Naja, sag ich dir. Ich habe noch ein paar Fragen. Ich habe noch ein paar Fragen. Nur zu. Ja. Kannst du mir sagen, wo besondere Blumen wachsen? Nun, ich empfehle euch, dort zu suchen, wo ein niedriger Luftdruck herrscht. Also schön hoch. Niedriger oben, Luftdruck? Auf Bergen. Anders formuliert, ihr müsst in luftigen Höhen Ausschau halten. Sucht die Behausung der Eingeborenen auf. In ihrer Nähe werdet ihr gewiss fündig. Hier wächst scheinbar jede Pflanze in den Bergen. Nicht jede, aber die besonderen Exemplare schon. Ja, das Schöne ist, dass ich ja einen Teleportstein eingesetzt habe bei den Eingeborenen und deshalb, zack, sind wir direkt wieder da. Kommst du mit deinen Forschungen gut zurecht? Gewiss, gewiss. Doch schweife ich momentan in die Lyrik ab. Das mag wohl an der fremden Schönheit liegen, die ihr mit euch brachtet. Es mag euch seltsam vorkommen, aber würdet ihr euch bereit erklären, einem Gedicht zu lauschen? Na, für mein Seelenheil. Klar, fang an. Ihr seid so gütig? Nun denn. O, holde Schönheit ferner Länder. Mir fällt gerade ein, ich habe doch keine Zeit. Zu schade. Aber auf bald, mein junger Freund. Ach, Gott sei Dank. Huiuiui. Alles klar. Gut, gut. Fein, fein. Dann würde ich sagen, werde ich jetzt mal schauen, eben was mein Logbuch denn mir so sagt. Verbotene Früchte, ja. Zeige unter. Ah, auf der Karte markieren. Ja, sehr schön. Okay. Zoomen wir mal ganz kurz raus. Dann können wir... Aha, da ist es. Da ist es. Sehr schön. Okay, dann werde ich mich doch mal hier hinteleportieren, wollte ich sagen. Hallo? Wo ist denn mein Teleporter hin? Hab ich den nicht? Aber ich dachte doch, ich hätte ihn eingesetzt. Nun gut. Ja, das muss dann irgendwie... Hab ich denn... Ich weiß es auch nicht. Naja, gut. Dann halt zu Fuß. Ich glaube, das werde ich mal... Ach, nehme ich euch mit. Kein Problem. Das geht ja schnell, ne? Ich werde jetzt einfach auch die Tiere vielleicht hinter mir lassen, einfach. Weil die schlafen sowieso alle. Ganz friedlich. So, hatten wir nicht hier auch noch irgendwie jemanden? Ich habe kein Fleisch zum Braten. Ach nee, das war auf Antigua, glaube ich. Oh, was ist das denn? Das ist doch dieser Teleporter hier, ne? Nee, doch nicht. Ach so, okay, ja, stimmt. Hier war das mit diesem Gorilla. Genau. Ich erinnere mich. Hund, ja. Hi, schöner Himmel. Gehe ich hier richtig? Ja. Sehr schön. Naja, die Pflanzen sammle ich jetzt nicht ein, ne? Muss ja nicht alles, muss ich ja die Taschen nicht ständig vollstopfen. Lalalala, eine Ente. So, laufen wir mal ein bisschen. Ah, jetzt bin ich aber schnell außer Puste. Komm, Junge.
So. Mal schauen. Da oben muss ich hin. Okay, dann muss ich eigentlich... ja, wirklich nochmal hoch. Okay. Gut, wo ging es denn dann lang? Genau, schwupp. Ah. Schwupp, hier lang. Dann hier lang. Und da hinten kann ich dann nämlich gleich hoch. Meine Güte. Ist schon ein ganz schöner Aufwand. Doch, das sieht auch schon aus wie der große Wall da hinten, ne? So, dann werden wir jetzt mal hier hoch. So, naja, Gott sei Dank, das sind ja wirklich noch keine Entfernungen, die man hier zurücklegen muss. Noch alles gut zu Fuß zu erledigen. So, dann gehen wir hier hoch. Ja, Glützi. So, und ich glaube, hier war das, ne? So, ich rüste mich schon mal. Ey, hallo? Toll, ich habe einen schlafenden Affen getroffen, der einen halben Meter vor mir war. Au, au, au. So, aber dafür musst du jetzt dran glauben. So, hehe. Niemand legt sich mit mir an. Ach, mit mir auch nicht. Oh, oh, schaut mal. Mistvieh. Ey, das ist doch... Okay, ich müsste auf jeden Fall mal was an meiner Zielfähigkeit machen. Das tat richtig weh. Und wie das weh tat. So. Da ist eine blaue Blume. Ha! Sehr gut. So. Soll ich die mal bestehlen? Komm, ich bestehle die mal. Oh, zwei Jadensteine. Juhu. Gut, mein Seelenheil hat also nicht gelitten darunter. Auch sehr schön. Habe ich jetzt eigentlich noch hier was zu erledigen? Ich müsste noch jemandem hier dieses Proviantzeug bringen vom Ixil, ne? Und also sagen... Ah, man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, ich schaue nochmal ganz kurz auf mein Logbuch, mein allwissendes... Genau, hier, Ixil. Zerbrochenes Erbe. Oh, wo ist das denn? Ah, okay, alles klar. Nicht auf dieser Insel, ich habe es hier nur gefunden. Ist ja auch schon mal gut zu wissen. Dann können wir die Markierung wieder löschen. Und wo haben wir hier den Affentrainer? Auftraggeber und Questziel. Na ja, da sind wir doch gerade. Das machen wir mal. Um dem Gnom zu helfen. Stenja ist, Ah. Nein. Patty, bist du's? Hm. Kannst du mir etwas beibringen? Frag Hoshi. Dann werden wir sehen. Okay. Also, Medikus steigern, Talismane herstellen und, oh, okay. Das mache ich mal, Medikus steigern. Ich bin noch nicht gut genug. Oh, dammit. Okay. Okay. Dann muss ich mit jemand anderem reden. Aber mit wem? Den hier. Soll mich auf die Bank setzen? Und dann? Hm. Meißel? Ist hier sonst noch irgendwas drauf? Ach, altes Wissen. Okay. Sehr seltsam. Hier ist eine... Hier fehlt doch jemand dann. Und hier ist was drin. Nehme ich alles. So, vielleicht sollten wir dann einfach noch mal mit Hirutu reden. So. Was weiß ein Schamane schon von den Gefahren der Meere?
Ich weiß, dass die Geister der Gutschus über die Wasser wüten. Ihre bösen Schiffe bringen den Tod über unser Land. Tja, damit hast du leider recht. Okay. Der Dschungel spielt verrückt, sagst du? In den letzten Tagen hatten wir schon viele Verluste zu beklagen. Die Spinnen von Kila verlassen immer öfter ihre Höhlen und töten die Tufas meines Volkes. Daher gehen wir nur noch selten auf die Jagd. Okay. Kannst du mich die Voodoo-Magie lehren? Ich soll dich in den Lehren unserer Ahnen unterweisen? Ja. Genau. Ha! Niemals werde ich einen Fremden in unsere Geheimnisse einweihen. Oi. Außerdem, die Ahnen sind erzürnt. Sie haben schon seit vielen Tagen nicht mehr zu uns gesprochen. Ich könnte gar keinen neuen Lehrling unterweisen, bevor sie mich nicht wieder erhören. Okay. Womit habt ihr sie verärgert? Uns trifft keine Schuld. Das ist das Werk der bösen Mächte, die nach uns greifen. Die Visionen von Kiki Tenya müssen wieder rein von Tod und Verderben sein. Tenya bemüht sich schon sehr lange um die Gunst der Hike. Wir Kila müssen geduldig den Tag erwarten, bis Tenya wieder... Kann man das nicht beschleunigen? Bis dahin könnte sonst was mit den Kila passieren. Ohne die Hilfe der Hike ist unser Schicksal verwirkt, Gucho. Da helfen auch deine hastigen Worte nicht. Okay. Ich mach das. Ich bringe deine Ahnen wieder zum Sprechen. Du hast Mut. Und du hast die Hartnäckigkeit eines Panthers. Ja, wie Bagheera. Doch ob das allein reicht, dass die Hike dich erhören? Ha! Das ist höchst unwahrscheinlich, wenn sie schon nicht mit uns Kila sprechen. Und wenn ich es doch schaffe? Unmöglich. Aber... nun, sollten sie zu dir sprechen, werde ich dich in der Voodoo-Magie unterweisen. Nice. Das hört sich gut an. Aber Vorsicht, Gucho. Dann bist du einer von uns, ein Kila. Ich werde dich in unseren Stamm aufnehmen und dir unsere Geheimnisse anvertrauen. Doch das heißt auch, dass du unser Volk beschützen musst. Und du keiner anderen Gemeinschaft mehr angehören darfst. Okay. Und was ist, wenn ich gar nicht zu eurem Stamm gehören will? Mit der Lehre der Voodoo-Magie übernimmst du auch die Pflichten eines unserer Stammesmitglieder. Aber das kannst du später noch entscheiden, wenn es soweit ist. Geh nun zu Tenya und hilf ihr, das Zepter der Ahnen zu vollenden. Ha, schon erledigt. Denn nur mit diesem Zepter werden wir es schaffen, dass die Hike uns wieder erhören. Komm zu mir, wenn Tenya ihr Werk vollendet hat. Dann und nur dann reden wir weiter über die Voodoo-Magie, Gucho. Okay, super. Der Kuss der Toten. Die Kila sind ein starkes Volk. Na gut. Die Kila... Okay. Muss ich jetzt nochmal mit Tenya eigentlich reden? Nein. Okay. Ich werde jetzt mal ganz kurz abreisen. Und dann mal eben mit Harry reden. Und dann... ja. Und dann werden wir den Teil, glaube ich, auch hier beenden. So. So. Tack. Hi. Das ging ja mal schnell. Oh, guck mal, sie tanzt schon. Das ist doch fein. Fein, fein. Was ist das? Das wollte ich gar nicht. So, hier, genau. Hier hast du deine Blume. Jetzt geh und mach ihr den Hof. Danke, Alter. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Hier, das ist für dich. Du hast es dir verdient. Yeah, dankeschön. Kann der mir eigentlich irgendwas beibringen? Was willst du wissen? Stichwaffen, Stichwaffen, Schwerter, kugelsicher. Hiebwaffen. Na, ich glaube, das lassen wir erstmal. So. Mia miti Tosheka. Glücklich. Glücklich. Schön. Hallo. Du. Kapu Sheko? Ich bin blau. Also blaue Blumen, meinte ich. Ich habe hier eine für dich.
Ich bin blau. Kuchu moleke kipavata miamiti? Genau. Du und ich. Wie wäre das? Ist das ein Ja? Oh Mann, klasse! Ja, viel Spaß euch beiden und ein glückliches Leben wünsche ich euch. Leute, ich würde sagen, hier am schönen Lagerfeuer werden wir diesen Teil hier beenden und im nächsten Teil werden wir auch wirklich versuchen, mal die Insel zu verlassen und eine neue Insel anzusteuern. Naja, vielleicht probiere ich es noch mit dem Affentrainer herauszufinden, warum er da nicht vor Ort war. Aber ansonsten, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, euer Smurlock. Bye, bye.